Hallo und willkommen zurück, meine Freunde. Heute wieder hier bei Mafia 3 im sonnigen Bordeaux. Ja, das kann es auch mal geben. Und in der letzten Folge haben wir hier noch diesen wunderbaren Truck mit schwarzgebranntem uns unter den Nagel gerissen. Und den bringen wir jetzt nach Hause, um ein wenig mehr Kohle vom Berkey zu bekommen. Was wir danach machen, schauen wir mal. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Missionen momentan auf der Karte, nicht wahr? Aber erstmal müssen wir, wie gesagt, den Kram hier wegbringen und dann geht's weiter im Text. Brumm, 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 der Lincoln fährt herum. Ja, immer eine Abkürzung und dann hier lang. Yay, so fährt man hier lang. Wunderbar, haben wir eine ganze Ecke Weg schon wieder zurückgelegt. Jetzt müssen wir gleich hier vorne irgendwo einen Bogen machen. Toll, Leute, ich muss mal hier durch. Danke, danke. Bin immer gespannt, was für Geschäfte uns im nächsten Gebiet erwarten werden. Ich wundere mich aber auch, dass es so wenig Vergeltungsangriffe gibt. Also wir hatten einen von Marcanos Männern, der kam ja und das war es dann. Da fällt mir irgendwas was ein. Ich wollte mal was nachgucken in der Abschussliste. Der ist ja nicht tot, oder? Geflohen ist er. Ah, okay. Ja, die Settenmeier. Alles erledigt. Das waren die beiden Ziele in dem Gebiet. Haben wir ja alles erledigt. Mal sehen, wer der nächste ist. Aber hier, da haben wir nämlich... Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Die Olivia Marcano Capo. Die können wir uns ja mal eben kurz anschauen. Sal Marcanos Schwägerin ist das und Kontaktperson zur High Society in Frisco Fields. Ihre Aufgabe ist es, die oberen 10.000 von Uberdo mit Drogen zu versorgen. Ah je, yeah, yeah, das ist das Dossier. Olivia Grady Marcano kommt aus der Welt alteingesessenen Reichtums, guter Manieren und der ganzen anderen Landei-Scheiße, an der diese bescheuerten Südstaatler so hängen. Nachdem die Marcanos die Stadt übernommen hatte, hilft Lucio Marcano seinem Bruder Lou, die Prostitutionsgeschäfte zu sichern, indem er die Konkurrenz eliminiert und eine hochwertige Stammkundschaft aus der Gesellschaft Elite von Frisco Fields rekrutiert. Irgendwie kreuzt er dabei Olivias Umlaufbahn und sie heiraten 49. Was zieht so eine Debütantin aus reichem Hause zu einem Luden und Dealer hin? Tja, die Gefahr schätze ich, wenn man mit diesem High-Society-Typen aus Frisco Fields über Olivia redet, formt sich das Bild einer Abenteurerin, die den Nervenkitzel sucht. Ein paar Mal ist sie beim Gesetz angeeckt, aber nichts Ernstes hat sich Typen angelacht, die ihre Familie peinlich waren. All solche Sachen, sich mit Lucio einzulassen, hat wahrscheinlich ihre Eltern verärgert und ihr das Gefühl gegeben, eine echte Gangsterbraut zu sein. Bin ich ja mal gespannt, wie die ist, wenn wir auf die treffen. Die beiden arbeiten zusammen, bis Lucio 62 ermordet wurde. Angeblich heuerte eine seiner Nutten ein paar Typen an, die ihm die Kehle durchschnitten. Ich sage angeblich, weil das betreffende Mädchen danach verschwand. Keiner weiß, was genau passiert ist, aber wenn man etwas tiefer buddelt, hört man, dass Olivia Lucio ausschalten ließ, damit sie den Laden übernehmen kann. Ja, das wird mich nicht wundern bei der werten Dame, wenn ich mir das so durchlese. Seither kontrolliert sie Frisco Fields für Sal, hilft ihm, Kontakte zu den großen Geldsäcken der Stadt zu knüpfen und zu pflegen. Sie ist klug genug, dafür zu sorgen, dass man auf der Straße keine Anzeichen ihrer Gesellschaft sieht. Die gelangweilte Twin-House-Frauen von Frisco Fields bewundern Olivias Reichtum, Klasse und Charme. Und sie konnte diesen Einfluss nutzen, um sie von PCP abhängig zu machen. Also PCP sind wohl die Drogen. Ohne den ganzen Ärger mit herumlungenen Junkies auf der Straße. Analyse, manipulativ, mit einer gesunden Dosis Wahnsinn. Niemand kann sagen, wie weit sie gehen würde, um ihre Gangster-Fantasien auszuleben. 37 ist die werte Dame. Kriminelle Geschäfte. Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Das sind die beiden Ziele. Der da erinnert mich so ein bisschen an den zweiten Teil an einem, aber nur mal so nebenbei erwähnt.
Guti, das wollte ich noch mal eben kurz lesen. Und jetzt können wir weitermachen hier. Bringen wir erstmal die Lieferung mal weg. Ist ja nicht so, als fahren wir schon seit einer halben Ewigkeit hier rum. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Oh, jetzt habe ich die Einfahrt verpasst. Das ist natürlich doof. Fahren wir hier rum. Oh, Vorsicht! Uiuiui, ins Wasser wollte ich nicht. Bin ja mal gespannt, wann wir mit der Olivia aneinander geraten. Aber eins kann ich euch versprechen, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir die Olivia besuchen werden. Weil dazwischen werde ich auf jeden Fall noch andere Gebiete einnehmen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin auch mal gespannt, wie das ganze Spiel enden wird. So, und da sind wir auch schon. Hat zwar lange gedauert, aber... Hatte ich nicht vorhin gesagt, ich wundere mich, dass es so wenig Vergeltungsanschläge gibt? Okay, jemand muss diese Barclay Motherfucker killen. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck! Ich muss in Deckung gehen! Bin schon unterwegs. Alter! Und ab geht die wilde Fahrt. Mit Niki. So, der Krieg hat begonnen hier. Makanos Männer, ey. So. Da ist ja noch einer. Vielen Dank, Leute. Schön, dass ihr hier wart. Da haben wir sie alle erledigt. Bis zum nächsten Mal. So, Rede mit Niki wäre ein weiteres Gebiet, weiteres Dingen. Und ich glaube, das werden wir auch tun. Erstmal mit der guten Niki reden. Ja, die gute Cassandra, der haben wir schon so lange nichts mehr zu tun gehabt. Aber ich würde sagen, mit Niki rede mit Burke. Finde raus, welcher Wagen du diesmal Burke klauen sollst. Okay, das haben wir auch noch. Ja, reden wir mit Niki. Das machen wir jetzt erstmal zuerst. Ja, das habt ihr davon, wenn ihr euch mit mir anlegt. Entschuldigung. Ja, ihr merkt schon, man hat hier so viel zu tun. Das ist schon Heidewitzka. Also man ist hier richtig gut beschäftigt. Mal sehen, wie wir da rüberkommen überhaupt. Das ist ja auch Burkes Gebiet hier, wo wir gerade sind. Ist ja das Neue, was wir ihm geschafft haben. Heidewitz geil. Geht gut ab hier. Jetzt mal über die Brücke und dann sind wir auch schon auf einem guten Wege. Jetzt kommen wir so in die guten Viertel, wenn ich mir das so angucke. Wir haben ein schönes Hotel. Hier hätten wir auch einen Auftrag im Übrigen an dieser Stelle. Aber da wollen wir ja nicht hin. So, springen wir mal wieder über eine Brücke hier. Oder auch mehr oder weniger zumindest. Ein schön langer Weg, ey. Ja, das sieht hier schon ganz anders aus wie im Süden der Stadt. Vorsicht! Boah! Alter! Autsch! Das nenne ich mal ein Crash, ey. Oh, jetzt habe ich mich verfahren auch noch. Das ist natürlich ein wenig suboptimal. Schick hier. So, die Türen sind mal wieder zu. Die da gerade während des Crashes aufgegangen sind. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Tut sich denn hier rechts auf? Sieht aus wie ein Stromspannwerk oder sowas. Also langsam müsste man aber Niki sein, oder? Vielleicht kann es doch nicht mal sein.
Halt! Ey, nicht ausspringen! Oh. Naja. Pass auf! Entschuldigung! So, jetzt können wir mit der guten Niki mal wieder reden. Und sehen, was sie uns diesmal zu erzählen hat. Ich sollte wirklich lernen, mich vom Glücksspiel fernzuhalten. Whisky, überall Whisky. Und kein Tropfen zu trinken. Naja, vielleicht mal ein Tropfen abends. Wie komme ich denn nochmal jetzt hoch zu Niki? War nochmal der Aufgang hier? Ach Gottchen, ey. Immer diese verdammt schweren Wege. Ah, hier sind wir. Okay, ich glaube, da muss ich hier hoch irgendwo. Wo war denn hier der Aufgang? Ah, nein! Nein, 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 nein! Hier lang. Hm? Ziemlich ruhig hier. Oh, hier wächst auch schon Busch innerhalb der Brennerei. Ging das hier nicht noch irgendwo höher? Ach, Mann, ey. Immer diese Lauferei. Warte mal eben, wo wir gerade hier sind. Sparen wir uns die Kohle. Nee, hier geht's nicht höher. Hey. Boah, ich hasse es. Das sind so Momente da. Ja. Nee, hier geht's nicht höher. Ich dachte, hier geht's höher. Okay, dann laufen wir halt hier geradeaus. Hier müsste es aber höher gehen, oder? Nee, da geht's raus. Ach komm! Wir finden schon den Weg zur Niki. Ganz bestimmt. Ich glaube, hier sind wir ganz gut unterwegs. Ja, hier sind wir richtig. So, dann mal hier rein. Und hallo. Mann, oh Mann, du kommst ja schnell zur Sache. Naja, wenn's gut fürs Geschäft ist. Mein Alter pisst sich vor Begeisterung in die Hosen. Keine Einwände mehr gegen den Niggerbastard? Überrascht mich, dass er noch nicht beim Vatikan beantragt hat, dich heilig zu sprechen. Aber Gesuche von notorischen Säufern beachten die sowieso nicht. Na, so schlimm ist er nun auch wieder nicht. Schau mal, deine Beziehung zu ihm in allen Ehren. Aber es gibt Dinge, die du einfach nicht kapierst. Er ist ein Wichser, ein Schwein, ein egoistisches Arschloch. Lincoln. Ich bin jetzt mit wem zusammen? Sie heißt Darlene. Wolltest du eigentlich früher erzählen? Willst du was dazu sagen? Schätze, deswegen ist Burke so mit dir umgegangen. Danny hat immer auf mich aufgepasst, aber... Aber er ist nicht mehr da. Nein, das ist er nicht. Also, was meinst du dazu? Ich habe kaum je irgendwas gehabt. Oder irgendwen. Und das bisschen, was ich hatte, hat man mir weggenommen. Also, wenn es da draußen jemanden gibt, dann ist es egal, was er ist. Als ich klein war, da hielt ich meinen Vater für den verdammten lieben Gott. Scheiße. Er war alles für mich. Aber dann, eines Tages, da hat er mich so angesehen, als wüsste er's. Hat mir das Herz gebrochen. Der Erste, der mich fertig gemacht hat, war mein eigener Vater. Wenn du ihm den Rücken kehren willst, deine Sache. Verdient hat das in jedem Fall. Aber egal, wie du dich entscheidest, frag dich, ob du damit leben kannst. Da hatte ich doch... Schließlich ließ Danny mich ein paar von den Fuhren machen. Und das hier war meine absolute Lieblingsroute. Fahr los und hau sie alle weg. Da hatte ich doch echt damit gerechnet, dass zwischen den beiden irgendwas laufen könnte irgendwann mal. Weil so ein Spiel ohne Liebesgeschichte ist relativ selten, um das mal so auszudrücken. Deswegen war ich davon ausgegangen. Aber gut, dann halt nicht. Das wird wohl nicht dazu kommen. Naja, wo die Liebe halt hinfällt, ne? Muss jeder selbst wissen. Schade um die hübsche Frau. Punkt, Punkt, Punkt. Naja, gehen wir mal zum guten Burger jetzt. Der ist ja um die Ecke. Da können wir dann da mal eben hin. Whisky, überall Whisky. Ja, ja, und nichts zu trinken. Bla, bla, bla. Immer derselbe Spruch. So, nehmen wir das Auto hier gerade mal mit. Dürfte ja unser sein. Entschuldigung. Ah. Oi, 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 oi.
Passt auf, wo ich hinfahre. Hey! Einfach aus dem Parkplatz rausfahren. Wer macht denn sowas? Major-General Keith Ware, Träger der Ehrenmedaille aus dem Zweiten Weltkrieg, starb gestern bei einem Hubschrauberabsturz in Kinh Long, Vietnam, zusammen mit drei seiner Stabsoffiziere und der Hubschrauberbesatzung. Ein Army-Sprecher sagte, alle 8 Leichen wurden geborgen. So, und da wären wir wieder beim Burkey. Können wir das Auto eigentlich hier runter abstellen? Passiert da was? Ich glaube nicht. So. Mal sehen, was der uns zu sagen hat, was ich das Auto hier diesmal haben will. Hallo, ich will da rein. Alles klar? Alles supi. Viel Spaß mit deinem Anteil. Vielen Dank. Die Bullen haben die Autos beschlagnahmt, die mal den Wichsern vom Schlachter gehört haben. Ich nehme sie auseinander und schicke die Teile meinen IAA-Brüdern. Schleich dich in die Verwahrstellen, klau die Dinger und schaff sie her. Alles klar. Wird gemacht. Das heißt, wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Da ist einer. Okay. Da ist einer. Nee, deaktivieren wollte ich eigentlich nicht. Das ist jetzt gerade suboptimal. Ah, okay. Da ist einer. Und sonst wird mir keiner angezeigt. Ja gut, dann holen wir halt nur den. Stil 3 rote Delocapulés. Na dann. Holen wir mal einen erstmal, wa? Auto? Ah, da hinten. Nimm mal diese umpackenden Autos, ey. Und los geht's. Wieder die große Fahrt durch die Stadt. Ich sag mal, diese Folge haben wir jetzt nicht sonderlich viel gemacht, oder? Also wir sind nur viel mit dem Auto gefahren, irgendwie habe ich den Eindruck. Entschuldigung! Und dann da vorne links. An der Bank vorbei und dann sind wir so langsam wieder auf dem Weg. Alter, steht da, bleibt da mal einfach mal hupend auf der Kreuzung stehen, ey. Und rüber hier. Bäum. Entschuldigung. Einmal hier vorbei. Danke. Hier ist auch schick irgendwie. Viele Bäume. Ein paar einzelne Hütten. Ganz schick. Bäum. Einmal hinten drauf. Alter, geh aus dem Weg, ey. Entschuldigung, ich muss gerade mal hier den Bordstein, den Bürgersteig als, na, ihr wisst schon. So, irgendwo hier vorne soll die Karre sein. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Reinkommen auf alle Fälle. Lach, dachte ich. Warum hat der Kerl eine Pistole? Weiß ich nicht. Verfügbare Einheiten. Ups. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten Farbigen, männlich, im French Ward. Bitte überprüfen. Officer vor Ort hat Verdächtigen gerichtet. Nicht mit gut. Äußerster Vorsicht näher. Nicht gut. Die schießwütigen Bullen wieder. Ah, weg alle. Weg, weg, weg. Achtung. Hey, Vorsicht. Das muss man anders angehen, auf alle Fälle. So viel steht schon mal fest. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigen. Ja, Gott sei Dank. Puh. Ich hoffe mal, die sehen mich jetzt hier nicht mehr. Was macht der denn da Schönes? Fleißig am Reparieren. Ja, schaue ich mal, dass ich hier rauskomme aus dem Gebiet gerade. So. Hoffe ich mal, dass sie mich bald nicht mehr suchen. Dann versuche ich den nächsten Start mal und stehle das Auto. Kleiner Bürgersteig. Aha. Schicker Park hier. Das sieht schon geil aus irgendwie. So, könnt ihr mal aufhören zu suchen?
gehe ich mal eben kurz hier vorne zum Brunnen, weil ich finde den extrem geil gemacht. Schon geil irgendwie, also finde ich zumindest. Weiß nicht, wie es euch da geht. So, Verfolgung abgebrochen. Jetzt können wir das Ganze nochmal probieren. In diesem, meiner Meinung nach, richtig schönen Gebiet. Ja, ich hab mal aus dem Hollow rausgelassen. Wenn du was dagegen hast, dann beschwer dich bei der Beschwerdestelle. Alter, what? Willst du da was sagen? Was? Schickst ein paar Männer! Hier ist die Person. Oh, rein da, rein da! Aua, 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 aua! Oh, fast schon! Alter Vater! Weg hier! Nicht so gut! Wieso zum Geier ist das Auto kaputt? Das fand ich jetzt nicht so geil. Autsch. Alter, übertreib doch mal! Wie schnell die Karre kaputt geschossen haben. Der Verdächtige führt jetzt ein Fahrzeug. Ja, das ist richtig. Erstmal weg hier wieder von den Bullen, ey. Eine halbe Armee hinter mir, ey. Na, für eine Knatterkiste. Muss ich die erstmal abhängen, ey. Das ist was eine Scheiße, ey. Alter, jetzt schießen die mir alle Reifen kaputt, ey. Verdächtiger wurde im French Ward gesehen. Oh Mann, oh Mann. Jetzt zu Fuß irgendwo hin, weg bloß. An alle Einheiten. Jawohl. Kontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Heidewitzka, das war mal jetzt nur eine Aktion, ey. Leck mich am Arsch. Kann ich leider nicht rüber. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die mein Auto so schnell kaputt schießen, wenn ich ehrlich bin. Er muss ja irgendwo stecken. Suchen wir einfach weiter. Meine Fresse. Hallo Leute. Ich muss mal kurz hier Unterschlupf suchen. Das ist dann wohl doch schwieriger wie erwartet. Jetzt höre ich auf, nach mir zu suchen. Ist ja nervig. Na endlich. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Nun gut. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Also meine Freunde, ich würde sagen, dieses kleine Problemchen, das werden wir in der nächsten Folge nochmal angehen. Bis dahin sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Haut's rein und macht's gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Mafia 3. Haut's rein!